Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Shift Quantum. So, hier wollen wir natürlich auch weitermachen. Zu dem Grund mache ich meine Maus gerade nicht. So, hallo Maus. So, die hat sich irgendwie gerade verabschiedet. So, jetzt aber. Hier müssen wir weitermachen. Oh Gott. Ich muss zwei Dinge. Ich muss erstmal wieder zurechtkommen, wie die Steuerung war. Das ist eine und das andere ist, what the actual fuck is here happening? da oben ist mein Exit. Mein Exit ist aber gerade eingesperrt. Jetzt das Switchen bringt nichts. Aber wie komme ich jetzt? Komme ich hier wieder hoch? Ja. Ist das hier zu switchen? Ich kann den nehmen und. Nehmen es und schieben es woanders hin. Bringt mir das was? Switchen. Kann ich halt hier raus. Ah. Hier raus. Ich muss sie jetzt hier irgendwie. Warte mal, das ist Schwachsinn. So. Switch mich jetzt switche. Switcht sie mit. Noch da. Ach doch, sie switcht schon mit irgendwie. Kann ich jetzt? Hier das so was? Ich muss gerade ein bisschen herausfinden, was mein Ziel ist. Funktioniert nicht, okay, aber ich kann jetzt hier rein. Das bringt mir was? Das bringt mir nichts. Okay. Ah, nee, ich muss das hier auf die andere Seite schieben. Weil dann komme ich nämlich wieder. Hierher zurück. Kann den hier machen, weil jetzt kann ich den hier verschieben. Das, bringt mir das was, wenn ich den verschiebe? Jetzt kann ich zu dem Raum hier. Ah, und sie jetzt weiterlassen. Okay. Jetzt will sie. Was will sie denn jetzt? Nee, hier bringt mir das nichts. Ich muss sie jetzt irgendwie. Sie will jetzt irgendwie weiter. Also ich muss sie jetzt hier irgendwie durchbringen. Kann ich sie hier umfallen lassen? Ah ja doch, genau, dann macht sie das hier. Und sie hält das. Was hat das jetzt geändert? Ich müsste jetzt eigentlich die Gravitation. Nee, das ist Schwachsinn. Ich will nicht die Gravitation ändern. Weil es ist sie ja hier falsch. So. Nee, so sie. Kann ich jetzt da hin? Nee. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich müsste jetzt irgendwie. Moment. Selber dorthin, wo sie gerade ist. Oder zumindest in den. Nebenraum? I guess. Warte, so. So. Oh Gott, hören zu Dinge. Hier. Wenn ich hierher gehe, dann kann ich dahin. Das bringt mir gerade aber herzlich wenig. Okay, Moment, dann doch wieder da lang. Jetzt wird's schwierig, weil die Dinger kann ich gerade nicht bewegen. Dazu müsste ich die Gravitation. Dann, ich müsste sie eigentlich. Ich müsste nicht irgendwo hin, wo ich die Gravitation nach
Nach links ändern. Ich brauche einen Pfeil, der gerade nach links zeigt. Den Schalter muss ich drücken. Das bringt mir alles nichts. Ich muss hier raus. So. Gibt es einen Schalter, der nach links zeigt? Der zeigt nach unten. Ich würde gerne da mal nach rechts. Also ich jetzt nach links. So, ich würde eigentlich gerne mal hier lang. Irgendwie. Glaube ich. Oder? Okay, vielleicht ist es blöd, nach 3 Wochen so ein Spiel wieder zu spielen, wenn man so ein bisschen aus der Mechanik raus ist. Ja, das ist Schwachsinn, aber jetzt muss ich jetzt den Knopf drücken, weil ich sonst hier gerade gefangen bin. Das ist gerade eher mein anderes Problem. So, hier. Jetzt kannst du nämlich dahin. Sollst du das Knöpfchen hier? Jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich... Warte mal, was bin ich eigentlich doof? Was bin ich doof? Ich muss doch hierher, ne? Oder? Muss ich hier hin? Ja, warte mal, ist das hier? Bin ich hier richtig? Ich muss ja eigentlich... Ah, warte. Ich glaube, ich hab's. So. Das dahin. Dann so. Ach verdammt, ach jetzt hat's. Muss sie das Knöpfchen da drücken. Wie komme ich denn da jetzt hin? Was sie drückt das Knöpfchen? Jetzt kann ich eigentlich den Exit hier betätigen. Aber nur wenn ich hier jetzt rein könnte. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich gerade umgedreht sein. Das Problem ist, wenn ich umdrehe. Wenn ich umdrehe, dann fliegt sie da weg. Das heißt, ich muss jetzt von der anderen Seite diesen Schalter betätigen. Okay, ich weiß grob, wie ich es machen. Also was mein Ziel ist, wie ich es mache, das weiß ich noch nicht. Vielleicht nehme ich jetzt doch erstmal den hier und schiebe das hier da. Nochmal. Kann ich nämlich hier rein? Was es mir auch immer gerade bringt. Hier war ich schon mal, ne? Das kommt gerade bekannt vor. Das bringt mir gerade irgendwie alles nichts. Wenn ich hier komme, ich jetzt dahin. Und hier kann ich eigentlich bloß trotzdem den hier machen. Das Ding kann ich nicht verschieben. Das kann ich nicht nehmen. Hier komme ich nicht vorbei. Hier kann ich zwar rein. Aber auch nur hier den hier machen und dann bin ich wieder an der gleichen Sackgasse wie vorher. Dass ich mir eigentlich im Prinzip da umbringen kann, indem ich da oben reinspringe. Die Stacheln, was jetzt auch nicht gerade so das Wahre ist. Schwierig. Oh, das ist echt heftig. Ich sehe es gerade immer nicht. Ich mache gerade nur mehr dieselben Dinge. Also. Ich glaube, ich muss. Ich glaube, ich muss schon dahin. Ich glaube, ich muss es nochmal wirklich umdrehen. Ich glaube, so komme ich gerade nicht weiter. Ich glaube, ich muss schon einmal umdrehen. Und dann schauen, dass ich hier rechts irgendwie hinkomme. Das Problem ist, dass das jetzt hier nicht mehr schwarz ist.
Ja, genau, stimmt, das war vorhin auch schon das Problem. Ich muss irgendwie schauen, dass ich. Was macht das hier nochmal? Ach, das switcht das hier auch, okay. Aber ich habe nichts, um da was draufzustellen, oder? Komme ich irgendwie. Hier komme ich auch langs weiter. Nee. Würde es mir was bringen, wenn der Block ganz. Das würde mir was bringen, wenn der Block hier ganz rechts wäre eigentlich. Kriege ich das irgendwie hin? Also der Block, also nicht der, sondern der hier oben. Warte mal. Ich gehe nochmal so. Also muss er ganz links sein demnach. Das heißt, den Block hätte ich gerne hier. Aber in der umgedrehten Variante. Das heißt, wenn ich. Jetzt muss das dahin. Und ich hier wieder runterkomme. Das heißt, wenn das genau andersrum ist, das Spielfeld hier. Es ist so. Jetzt wäre ich gerne da drüben. Moment. Und Geduld. Jetzt wäre ich gerne hier. Nee, was wollte ich jetzt nochmal? Warum ist es jetzt? Irgendwas passt gerade nicht. Irgendwas stimmt gerade nicht. Ah, weil ich nicht in der Ver. Warte. Oh Gott, ist das bescheuert. Die beiden müssen auf die andere Seite. Das Problem ist gerade nur, ich muss den jetzt verschieben. Muss das hier verdreht sein? Okay, warte, das ist. Boah, das ist heftig gerade. Das hier. Muss hier sein. Zu legen. Warte, aber dann muss ich ja das hier hinschieben, aber das will ich ja gar nicht da haben, aber jetzt komme ich ja gar nicht hier runter. Das schiebe ich jetzt dahin. Oh, das ist jetzt richtig. Und dann. Ich weiß jetzt nicht, ob das so stimmt, wie ich das gerne hätte. Und dann nehme ich das hier und schiebe es nach rechts. Jetzt ist das wieder auf dem richtigen Fleck. Jetzt bin ich nur falsch rum gedreht. Das heißt, ich muss jetzt nochmal den hier machen. Jetzt bin ich falsch rum gedreht. Dann war ich richtig. So ist richtig rumgedreht, oder? So ist es so gedreht, wie ich es gerne hätte, oder? Nee. Moment, das habe ich mich selbst verwirrt. Scheiße. So jetzt suchen, wie ich es gerne haben wollen würde. Jetzt kann ich hierher. Und was bringt mir das? Nichts. Scheiße. Ich glaube, ich habe mich gerade selbst verwirrt. Moment. Ganz kurz. Moment. Ach, ich dachte jetzt. Ich glaube, ich dachte, dass. Nein.
Ganz kurz, ich drehe das jetzt nochmal um. Es ja irgendwie schaffen, zu diesem Block da unten zu kommen. Ich muss es schaffen, dass ich hier stehe, während das unter mir schwarz ist. Das heißt, dass gleichzeitig so ein Block wieder rechts unten. Ich muss schauen, dass das hier, wo ich gerade drauf stehe, schwarz wird. Das heißt, dass dieser Block irgendwie aktiv ist. Das heißt, dass wenn ich jetzt so stehe, dass hier was drauf liegt. Das muss ich gerade hinkriegen. Oder hier was drauf liegt. Oder ich weiß nicht, ob es vielleicht nochmal so einen gibt. Ich war gerade irgendwie dachte ich gerade, wenn die Kleine das hier nicht aktiviert, dass das hier ein kompletter schwarzer Block ist. Wie das hier ein komplett schwarzer Block wird. Irgendwie habe ich gerade einen vollen Denkfehler gehabt. Und jetzt bin ich verwirrt, wie ich es jetzt genau machen muss. Hoch. Und jetzt meine Maus gerade nochmal rechts unter den Bildschirm geschoben. Ich habe kurz meinen Desktop gesehen. Die Frage ist natürlich, ich habe ja noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, also es schaut ja so aus, ob es hier noch mehr gibt. Ich weiß nicht, ob das links jetzt einfach alles nur Attrappe ist oder ob ich da wirklich hin kann. Weil ich wüsste nicht wie, weil ich müsste dazu irgendwie in eine Ecke reinkommen, was ich hier nirgends kann. Ich könnte es dann hier rein, aber ich komme dann auch nicht mehr raus, ich kann nur auf den gleichen Weg wieder raus. Es ist sehr ähnlich wie hier. Jetzt schaut es auch so aus, als ob dieser verschiebbare Block wäre, aber sofern ich nicht die Gravitation nach rechts kriege, wenn ich diesen Block da, also den da rechts über mir, also warte, das ist meine Maus, also den hier, werde ich sonst niemals verschieben können. Genauso wie den da, by the way, der da auch so dran hängt. So, also nicht jetzt. Ah, okay, daran liegt's. Wenn ich die Maus vorher benutzt habe und dann wieder auf Controller-Steuerung gehe, dann setzt es anscheinend irgendwie die Maus auf Default auch nach rechts unten. Okay, das ist komisch. Ja gut, ja, ich weiß schon, du machst den hier, damit wechselst du ein paar Teile. Vielleicht muss ich jetzt doch mal so bleiben. Was bringt mir das? Warte mal, ich bin ja total blöd. Ich bin dumm, offiziell. Warte mal, wir machen mal kurz. Gehen hier dahin. So. Dann muss ich einmal. Stopp, ich muss ja. Vergessen. Okay, ich bin blöd. Ich glaube, ich habe es rausgefunden. Ich muss diesen schwarzen Block, der bei dem Exit ist, nach rechts schieben. Momentan auf rechts schieben. Damit ich mich da rein switchen kann. Ich bin da total behämmert. So kann ich. Ich glaube, ich muss zuerst den hier machen. Dann kann ich den hier rüberschieben. Oh, mach jetzt keinen Fehler. Jetzt darf ich einmal mehr schieben als gewollt. Ja genau, nee, passt. Dann kann ich mich runterfallen lassen. Den schiebe ich schon mal ein Stück hierher. Kann noch nicht ganz dahin schieben. Ja, ich weiß. Du kannst dir jetzt den hier machen. Wir werden aber noch zweimal switchen müssen. Der Rest ist wirklich nur Attrappe. Der hat nichts zu bedeuten. Wenn ich es jetzt richtig gedacht habe. So. Das heißt, ich kann jetzt hier runterfallen, hier switchen. Durch den kann ich jetzt den hier komplett runterschieben. Kann hier auf die andere Seite. Kann jetzt drehen, so wie es richtig gehört.
glaube ich. So, weil jetzt komme ich hier rein. Und kann ins Ziel. Boah. Ich habe mich zu sehr vom Rest verwirren lassen. Okay, wir haben jetzt das gleiche Feld nochmal. Ah, das war sozusagen nur andere Felder-Attrappe. Ah, I see. Hier wurden jetzt einfach nur Blöcke getauscht. Das heißt, hier kann ich auch gar nichts machen. Das ist auch so leicht christlich geworden. Kann ich runterfallen? Ich will jetzt wieder zurückfallen. Zurückfallen hört sich irgendwas gesund an. Guck mal, das bringt mir eigentlich gerade gar nichts, ne? Ich muss hier wieder hier rein. Das bringt mir gerade herzlich wenig. Hier rein zwischen bringt mir eigentlich auch nichts. Dann kann ich eigentlich genauso gut nochmal den hier machen. Ist natürlich auch interessant. Bringt mir das was, da reinzugehen? Das hier, I guess. Jetzt switche ich wieder. Hierher, switche zurück. Nehme ich das und schiebe es woanders hin. Hier rein switchen? Ne, das bringt mir gerade nichts. Bringt mir das gerade was, wenn das aktiv ist? Jetzt kann ich da gerade durch? Ja, da kann ich gerade durch. Kann ich das hier gerade aktiv lassen? Demnach. Kann ich hier runter? Oh, nein, schon. Und den hier. Was bringt mir das jetzt? Ne, ich kann nur nach rechts schieben. Komme ich jetzt hier irgendwie zum Ziel dadurch? Nee, geht nicht. Ich bin ja falsch rum. Ich muss im Prinzip das ganze Konstrukt nochmal drehen. Okay, ich muss die Gravitation nochmal ändern. Ah, Moment. Ah, hier. So wahrscheinlich. Ja, wie komme ich jetzt hier eigentlich rein? Ach ja, genau hier. Hier komme ich rein. Das heißt, hier nochmal switchen. Dann komme ich hier wieder zurück. Ne, wie komme ich zurück? Nicht so zurück. Wie komme ich eigentlich gerne rein? Wie komme ich hier zurück? So, wahrscheinlich. Genau, dann muss ich auf jeden Fall die Gravitation wechseln. Muss ich hier rein? Bringt mir das was? Nee. Nee, nicht. Ich glaube, ich muss den Schalter wegmachen. Will ich gerade nicht durch. Ja, das ist ja nur. Mhm. Ich kann den dahin schieben. Bringt das da drüber bei. Kurz austesten. Wir nehmen es und schieben es woanders hin. So, dann switchen wir hier rein, switchen wir durch. Ah, nee, Moment, das. Schwachsinn. Das bringt mir gar nichts. Das, ja, schön, dass ich es da hingeschoben habe, aber das bringt mir überhaupt nichts. Weil ich nicht nachgedacht habe.
gut, geben wir das zurück. Achso, dann haben wir wirklich gut Plätze versperren. Gehen nochmal hier hoch. Achso, jetzt kommen wir da nicht mehr zurück. Okay, müssen wir nochmal drehen. Ah, nee, Moment, ich muss das hier nochmal drehen. Das würde ich jetzt gerne dahin schieben. Also muss ich sowieso, wenn ich hier bin. Das würde ich jetzt doch gerne entfernen. Ah, nee, dann schieben wir das ganz weg. Und dann kann ich das. Welches war das andere Modul? Das war das hier unten. Genau, aber in der umgekehrten Version. So, so, so. Genau, dann nehme ich das hier weg. Nee, Moment mal. Komme ich jetzt eigentlich zurück? Der ist ja dicht. Scheiße. Die habe ich eingesperrt. Ich habe mich eingeschaltet. Warum? Dann muss ich doch nochmal kurz den hier machen. So, so, so. Hä, für was habe ich das dann gebraucht? Und so. Dann nehme ich dich weg. Jetzt mal da, keine Ahnung, I guess. Bin noch ein bisschen verwirrt. Merke überhaupt nicht, wahrscheinlich. So, so, so. Fallen. Kann man direkt dahin. So. Jetzt ist das hier drin. Was macht das jetzt? Ich bin ein bisschen verwirrt, was mir jetzt bringt. Schmarrn. Das schiebe ich hier rein. Dann drehe ich mich. Dann komme ich hier rein. Und dann? Ja, ist ja Schwachsinn. Muss ich jetzt doch das Ding aktiv haben? Ich dachte, ich muss es nicht aktiv haben. Sondern jetzt muss ich. Moment. Ich will ja eigentlich hier komplett runterfallen. Und ich merke gerade, dass hier unten so ein Feld ist, das ich immer aktiv haben müsste. Das heißt, ich muss doch einen Schalter setzen. Aber nicht den. Wo ich den kurz zur Hilfe brauche, um den anderen Schalter überhaupt zu setzen. So, hallo, ich möchte hier runter. So, den brauche ich zur Hilfe, damit ich den Schalter hier setzen kann. Für was anderes bist du hier, glaube ich, gar nicht. Sonst gar nicht gut momentan. Der Rest ist halt einfach bloß wieder. Das brauchen wir später. So, dich setzen wir dahin. Ja, ich krieg's gleich. Dann kann ich dich hier nämlich entfernen. Weil ich glaube, jetzt bin ich hier nämlich schon fertig. Kann ich nämlich hier runterfallen? Hier wechseln, dann kann ich nämlich hier hochspringen und bin schon fertig. Ja. Puh. Normalerweise mache ich immer so einen ganzen Abschnitt, aber ich merke, ich habe über eine halbe Stunde aufgenommen, deswegen würde ich hier sagen, ich mache einen Cut. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin und ciao.